hey guys I know there are some uh, international viewers out there so um, I was told to um, uh, that it would be better to show how you can turn on the uh, subtitles and uh, get all the stuff I'm saying in German into your uh, to your language and um, yeah I don't know maybe YouTube will do some weird stuff <laughs> I I'm pretty sure they will um, and I have no, um, no power over the subtitles. So, um, I don't know when YouTube will generate them. I, I, I don't know. So, um, just check, um, the, the picture I, I made here or someone made for me. Now I can, I can show it. So, thank you very much. And, um, yeah. Follow these steps, and then, if you're lucky enough, you can uh, you can um, see and uh, see and understand what I'm saying in my videos when I'm speaking German. So enjoy the video, and uh, I will put this uh, picture on every video in the future. So um, you forget it or you don't remember, just click the the newest video, and you will see. The description and introduction, how to get the subtitles on, and maybe understand more what I'm saying. And when I, uh, when I, I don't know, when I'm angry or or not, you you will see the the curses in German. So um, I don't know if they will be translated correctly, but I think you will get on my body language and uh, on my. My face to see if I'm angry or not. So uh, maybe this helps and uh, let me know if it works or not. I can't control it, so um, just check it out and maybe it's helpful. So see you in the video and enjoy. So, Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir werden uns die äh, Turnierdefensiven einmal anschauen. Es war ja Sturmangriff, 5 ähm, Sterne und Blaues gesperrt. Was wir direkt schon mal sehen, ist äh, Top 4, dreimal x 7 Days Departed. Das ist schon mal interessant und gut. Wir sind Top 5 gelandet. Ich würde nicht sagen, es lag an der Offensive, sondern eher am dauerhaften E. Ja, es ist halt. Ich bin halt nicht so krass, was die Defensivhelden angeht, dass ich da permanent ähm, A sein kann. Ja, funktioniert nicht. Ähm, ja. War soweit okay. Ich habe leider keinen Tausender gekriegt. Das hat mich extrem geärgert. Hier. Und dann auf einmal die nächsten. Wir, wir gewinnen dann nur und die Punkte gehen nach unten. Das ist halt auch. Also, ich meine, das ist jetzt klein-klein, ne? Aber es ist halt eigentlich auch eine Schweinerei. Also ich bin ja der Meinung, wenn du, wenn du gewinnst, sollten die Punkte immer weiter nach oben gehen. Und nicht auf einmal zwölf weniger. Ich weiß, das ist, das ist halt nur klein, aber guck mal hier. Zwölf hoch, äh, zwölf runter, zehn hoch und zwölf wieder runter. Warum? Was, was habe ich getan? War es falsch zu gewinnen? Oder, oder was war da los? Ja? Ähm... Hier auch. 90, dann einen runter, zwei runter, ein wieder rauf. Aber das war hier auch, ne? Ehemalig Seven Days Departed, hier Gypsy Danger. Also wir hatten auch schon äh, dicke Burschen dabei. Das war Oceano, ne? Das war, glaube ich, zweimal hintereinander. Ja. Also wir haben schon auch äh, starke Gegner gehabt. Ja, Defensive ähm, lief nicht so geil. Deswegen habe ich es auch gar nicht <laughs> eingeblendet. Das war halt ähm, Vivica Tank, ne? Ich meine, ich kann es ich kann's gerne einblenden. Warte mal, ich kann es da eben... Mal ganz kurz machen, lass mich eben suchen. Ähm, da, 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 da. da haben wir es. Ähm, war, war jetzt nicht so geil, ne? oder wir schneiden das noch mal eben hier zu. So. So. Das ist jetzt die Defensive, die ich genommen habe. Hat sich halt absolut gar nicht gelohnt, ne? Weil, wenn man mal siehst, es war am Ende ein 11,7%. Dauerhaft E. Das ist halt auch schon ein brutaler Schlag in die Fresse wieder, ne? NMD, das ist auch so ein richtiges ähm, Eventmonster, der Typ, ne? Der ist auch brutal gut. Na, wo, wo spielt der? Also, bei denen, ja. Ja, Flower Pupsi. <laughs> Schön. Ja, wir, wir haben, wir waren nett zu allen, die uns besucht haben. Okay. So, dann schauen wir mal. Was macht jetzt Seven Days Departed Also brutal gut in den Defensiven? Schauen wir mal. Okay. Hier auch an. Haben wir selber festgestellt: Minions, die, ähm, Sachen klauen. Ja, nicht geil. Schon. Also, die ist halt brutal. Gut, sehr schwer wegzukriegen, ja. Und, ähm, ja. Dann der Ludwig mit den Minions, die dann, weiß nicht, wie viel haben die? Um die 1000, ne? Ähm, muss er erstmal durchkommen, um dann Ludwig zu killen. Der löst dann wahrscheinlich aus und dann bumpst du dich eh Zitrusholz. Relativ. Simpel. Ähm, die Pfefferflammen tun dann noch so ihr Übriges. Also es ist, und das ist halt interessant, ne? Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, er schnell, sie schnell, mittel, nee schnell sogar und schnell, genau vier schnelle und ein langsamer. Vor ja gut ein paar Jahren war es so, du hast wirklich im Rush langsame Helden gestellt. Jetzt mittlerweile sind die Schnellhelden. Das musst du ja vorstellen. Die schnellen Helden sind so OP. Damals war es ja auch so, langsame Helden. Das war meistens so, dass die brutal stark, also nicht brutal stark waren, aber schon sehr sehr unangenehm, wenn sie ausgelöst haben. Deswegen waren sie ja langsam. Weil wenn man sie mittel- oder schnell gemacht hätte, wären sie zu krass gewesen. Heutzutage sind das, was damals zu krass war, haben wir heute. Wir haben schnelle, krasse Helden. Dann kannst du die natürlich auch bringen. So, jetzt ist natürlich das Ding, ähm, von den Helden hier habe ich jetzt einen Ludwig. Gut, also das heißt, ne, da können wir jetzt so erstmal äh, in der Hinsicht gar nichts irgendwie machen. Das ist halt hier Pfefferflamme, mein ärgster Feind bei den Goblins. Zitrusholz, mein ärgster Feind bei. Den Elfen, also was willst du da machen? Ne? Ähm, von daher, man sieht, wie sich das ge geändert hat. Wir werden das hoffentlich jetzt auch bei den anderen sehen. Ja, es ist ja. Ich ich, 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 ich nenne ihn jetzt Gucci, ja, weil den, das, den Anfang darf ich nicht aussprechen. Das hört sich nicht so schön an. Ähm, hier hast du wenigstens noch langsam an die Macht. Ja, da, das ist wenigstens noch geil. Aber diese Helden sind halt so krass, dass du halt irgendwie auch nicht mehr vorankommst, wenn sie mal ausdünnen. So ein Kagan damals. Oder, weiß er ja, was, so ein Kongalach oder so. Da konnte man ja noch wenigstens was machen. Er, wenn er feuert, ist einer tot. Safe. Haben wir gesehen bei meinem Ludwig. Dieses Viech ist auch brutal kacke. Ja, das mit dem Verwelken Schaden der Mega Minion, der dann Gegenschlag macht und sowas ganz unangenehm. Haben wir auch gegen gespielt. War nicht geil. Vanya, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe und auch selbst empfinde sehr brutal stark im im Rush. Ähm, als Heiler, als Heiler und als Tank, ja, weil 54 mit dem Mega Minion, ähm, du, du hast gerade den Mega Minion weg, dann löst ja schon wieder aus macht neue Mega Minion. Also kannst du Kaum wegbekommen, kaum. Und äh, macht halt auch extrem, ist extrem nervig und gibt halt sehr viel Zeit. Ne? Kagan, ja, 530 auf 3. Das ballert natürlich auch ordentlich. Ja, das Ding, das ist äh, auch <laughs> Wahnsinn eigentlich, der Tun wieder mal. Und Siegfried ist halt auch so ein, so ein Drecksack, ja. Der halt auch sehr krass supportet mit seinem Tanz des Reiers. Dann, wenn man ihn killt, dann kann er wieder auferstehen. Und äh, heilt dann die Leute und so weiter und so fort. Ist immun gegen Defense Down und solchen Sachen. Das heißt, ähm, schneller killen kann man den auch nicht unbedingt. Also es ist eine Mischung aus nerviger Support und brutaler Gewalt. Von den äh, Hits her, ja. Ähm, verdient auf jeden Fall, hätte ich sogar gesagt, das ist... Ähm, aber das sieht man auch hier, das ist der Unterschied, sieben Punkte Unterschied. Die hatten halt beide eine A-Defensive, 25-0. Nur Grimir hat halt das, äh, das Glück gehabt, irgendwie mal ein, zwei Gegner zu haben, die zwei, drei Punkte mehr gegeben halt, haben als die von Gucci. So. Er, hat, er hat alles richtig gemacht. Er hat halt einfach nur, oder hier, er hier, oder Humpo wahrscheinlich auch. Die haben alles richtig gemacht, aber es lag halt einfach am Zufall, wer welchen Gegner zugelost bekommt. Das ist auch ein bisschen schade. Ja, aber gut, Kleinkram. Die auch an Zunge, Zunge, mit Hathor, kriegst du nicht weg. Da kannst du dich dumm und dämlich spielen. Ähm, du, also, du musst halt schon wirklich sechs Steine ganz schnell haben und ein nach dem anderen rausballern. Wirklich. Wenn, wenn einmal, wenn die einmal ausgelöst haben, dann, dann geht das nicht mehr. Dann, dann kannst du da nichts mehr machen. Das ist halt einfach so. Die, die sind dann so schnell geladen, die machen ihre Minions, machen Überheilung. Da kommst du nicht mehr durch. Das heißt, sobald, wenn, wenn zwei wenn und die auch an ausgelöst haben, kannst du eigentlich schon, schon aufhören. Da brauchst du sonst brutale Kombos und äh, starke Hits, die du dann auch, wo du dann auch mal irgendwie ghosten kannst und kannst dann wieder alle drei krass feuern und hast dann so solche Kombinationen wie äh, dreimal Pfefferflamme oder dreimal Poppit oder sowas, dann könntest du das vielleicht, könntest du da durchbrechen durch den Extraschaden, der noch dann kommt. Aber sonst ähm, sehe ich nicht. Und äh, hier ist es halt so: Zunge ist ja, ist ja ganz geil. Aber halt auch hier, ne? Ähm, Citrus sehen wir überall sonst. Sie auch, Hator auch. Nogu ist auch so einer, den du überall mit reinbringen kannst. Also auch nichts typisch Rush-mäßiges, ne? Bei, bei Gucci war, war, noch, war alles Rush. War wirklich, ist alles Rush, alles langsam. Ähm, da, da haben wir noch so ein bisschen Oldschool, ne? Und dann haben wir Humpo. Ja, der macht auch ähm, langsam, aber die sind halt alle, die langsamen Helden sind halt alle so krass, dass sie halt sowas von Probleme machen, wenn sie halt schon einmal auslösen. Das reicht schon. Dieses verwelken von 350, ja, gefühlt, wenn ich meine Schlauzunge feuer, dann habe ich das Gefühl, dass der Gegner immer noch ordentlich reinballert mit seinem Damage. Wenn ich Schlauzunge einmal kriege, gefühlt macht meine Helden nichts mehr, gar nichts. Ja, das ist dann halt noch dieser, dieser Bonus, den halt die Defensive kriegt. Das, ich weiß nicht, wie er sich zusammensetzt, aber ich weiß, dass er existiert. Ähm, das, ist, das ist halt schon, schon krass dann teilweise, ne? Und äh, lass einmal so dieses Verwelken dann bei dir drauf sein. Dann, ähm, das hier, das ist ja auch das Ding bei ihm. Dass es halt Gegenschlag gibt beim Tanzen. Also alles, was du dann da reinballerst, kriegst du wieder zurück. Und Schaden wird halt auch noch reduziert. Also das heißt, du kriegst 130% Konterschaden, aber der Schaden, der reinkommt, wird um 35% reduziert. Oder um minus 35%, ja. Und ähm, ja, das äh, merkt man dann schon. Der Elefant, ja, ist halt auch ein langsamer, krasser Typ, tatsächlich. Weil da geht es dann auch nämlich darum. Minus Angriff, minus Verteidigung. Minus Angriff hier, hier verwelten. So, dann da, da freut sich die auch an. Also kommst du nicht mehr durch. Ja, also auch hier alle Rush-Defensive tatsächlich. Und ihn werden wir bald haben. Immerhin. Die anderen haben wir alle nicht. So, runden wir die Top 5 ab. Ja, bei denen weiß ich nicht im Rush. Weil, ähm er löst aus, dann hat er 50, 55 Wahnsinn. Sondern triggerst du ihn absichtlich. Gut, wahrscheinlich löst er nochmal aus. Aber ähm, dann hat er halt die 100%. Aber gut, wenn er halt einmal auslöst, reicht ja schon. Ne? Dann haben drei Leute 45% Wahnsinn. Und die musst du halt erstmal dann wieder, ähm, das musst du erstmal wegkriegen und dann hoffen, dass es nicht auf den Heiler ging und so weiter und so fort. Spotter ist tricky mit ihr, weil die Minions ja klauen. Sie kann permanent dann heilen, sodass sein Wahnsinn runtergeht. Also ähm, in der Kombination ist es wahrscheinlich gar nicht mal so doof, ne? Aber na, weiß ich nicht. Aber ich glaube, hier allein, bei ihr reicht es schon, dass äh, wenn man sie nicht sofort wegkriegt, bevor sie auslöst, dann wird es halt brutal schwer. Und ich, wir haben festgestellt, selbst bei mir, Christine Schimmerschuppe, Leo Thun. Reichen nicht. Da muss noch dann entweder vorher oder nachher noch ein gelbes Match rein, dann ist sie tot. Oder ich weiß nicht mehr. Oder hat Leo, konnte Leo sie dann weghauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine nicht. Na, also, und jetzt, wir reden dann von, von der starken Farbe, ne? Also wir reden jetzt nicht von, von blauem Match oder roten Match oder Grün oder so. Ne? Also bei Off-Color ist es noch schwieriger. Das heißt, äh, sie wird mega, mega nervig sein. Mega nervig. Also, und was, was sagt uns das jetzt hier schon? Klar, Rush-Helden sind brutal geworden. Ja, Wächter, Elefant, Siegfried, Kagan, äh, Rollenbiest, Uwe, ne? die sind brutal. Aber du kannst halt auch komplett auf die verzichten und halt einfach mit den brutalen, schnellen Helden, die wir mittlerweile auch haben. Es ist nicht mehr so, dass äh, die, die langsamen Helden, wenn sie auslösen, dann halt äh, brutal stark sind. Nee, das sind auch mittlerweile die, die schnellen Helden. Was halt dazu führt, dass halt richtig viele Spieler aufgehört haben, weil du halt dann, ähm, unter anderem, zum einen, weil halt, glaub laut Statistik sind wir jetzt bei unter 26 Stunden pro neuem Held. Also alle 26 Stunden oder knapp drunter kommt ein neuer Held. Das eine, das ist das eine, das Tempo, was viele äh, dazu bewegt, aufzuhören. Und das andere, und das sehe ich halt selber auch, ist, dass du bei den Boards, normale Kriege, kaum noch Zeit hast. Wenn das Board schon am Anfang nicht geil ist, und je nachdem, was da für ein Tank ist, der zwei, im letzten Krieg haben meine Tanks bei den Angriffen, die ich verloren habe, mindestens zwei, dreimal ausgelöst, bevor ich ansatzweise am Start war. Das ist halt zu spät. Und dadurch, dass die Helden halt schnell sind und brutal sind, verlierst du halt relativ zügig, wenn du nicht sofort dein Startboard hast. Und ähm, das ist natürlich auch ein Grund, warum viele halt äh, dann sagen, hasta la vista, ne? Ja, Showstopper, Grüße gehen raus, ja, aber auch Wanya, Rollenbiest, Siegfried, ähm, weiß da eigentlich schon, dass das äh, höchstwahrscheinlich auch eine Art Defensive wird, ne? Dann da äh, hätte ich auch mal Bock zu eigentlich die, die Eule zu machen für, für Rush, aber naja, ja und gut, bei ihr brauchen wir nicht drüber reden, ne? Sie ist halt, ähm, sie läuft halt außer also dementsprechend, ähm, das ist auch schon also mit den, mit den heutigen Helden, wenn du nicht auf, auf Schnellen gehst mit Pfefferflammen und Poppits und sowas, gut, Poppits ging ja sowieso nicht, weil blau gesperrt war. Aber dann ist denn das halt aktuell brutal starke Rush-Helden. Hier haben wir nochmal Gypsy. Ja. Okay, da ist sogar hier Warum heißt er denn Rheinglow auch im, im Deutschen? Heißt er da nicht Rheinglut oder sowas? Warum ist denn hier der englische Name? Ich hab's doch auf Deutsch. Weiß das jemand? Nur mal so, ist jetzt nicht dramatisch wichtig, ne? Aber wundert mich gerade nur. Ja, der, der Spotter. Ja, warum nicht? Bessere Werte als Ludwig wahrscheinlich, Alpha-Spotter. Verstärktes Leben, speichert Schaden, ja, gib ihm. Dann kannst, kannst du hier sowieso nicht, äh, nicht mehr besiegen, ne, wenn du nur einmal das Verwelten drauf hast vom Rollenbiest und die hier die ganze Zeit, hier Spott, da Heilung, Mega Minion, hier Mega Minion, dann noch dicker Kagan. Verwälzer machen. Warum wir nicht drüber reden. Ähm, ist halt sehr schnell. Game over. Arthur, Siegfried, Christine, Garten und Schimmer. sieht aus wie eine normale Defensive, die du im Krieg haben kannst, ja. Ähm, gut, sehe ich tatsächlich noch als ähm, verhältnismäßig im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, als einfacher. Ne? Auch wenn Siegfried gefährlich ist. Hier haben wir einen Familienbonus von Christine und Siegfried. Hier Hator, ja, gut, die ist natürlich immer, immer undankbar, weil sie so schnell geladen ist, ja. Und dann halt auch noch pusht mit allem also klar das geht schnell in die Überheilung dann hast du ihn auf einmal am Start und dann könnte es schon gefährlich werden hier wird Leben reduziert hier wird Genauigkeit und Defensive runtergesetzt Mega Mini ja könnte man vielleicht sagen boah cool endlich mal keine Vanya als Gegner und Rollenbiest und sowas und dann kassierst du hier ordentlich ähm, zeigt aber auch wieder gefühlt bei Rush Hauptsache aktuell dann, dann wird schon unangenehm. Ne? Ich meine klar bei mir. Also ich, ich habe halt festgestellt, die tuns laufen nicht in der Defensive. Eine Vivika vielleicht, aber die bleibt halt meistens zum Schluss stehen. Wenn daneben, wenn ich jetzt sagen wir jetzt einfach mal, ich hätte neben meiner Vivika so, so einen Siegfried, so einen Prinz Siegfried und einen Rollenbiest, dann würden die drei wahrscheinlich auch am Ende überleben, weil die kriegst, die drei kriegst du dann nicht down ja Vanya mit Mega Siegfried mit dem Gegenschlag und Tanz und ähm, Vivica halt halt die ganze Zeit hoch. Ich glaube, bei mir ist das Problem, dass die, die daneben stehen mit Ludwig und mariana dass die nicht so wirklich was getaugt haben. Ja? Und generell auch Elkan, Leo, wahrscheinlich auch nicht so wirklich, aber ich hab halt nicht, was, was soll ich tun? Was, was soll ich tun? Ich muss ähm, anders machen, anders spielen. Hier haben wir auch nochmal Syndikat. Mit Hartor, es, es sieht aus wie eine normale Defensive, ne? Und das ist halt erschreckend, weil, wenn man schon länger dabei ist und so wie ich halt zum alten Eisen gehört, dann ist, ist das, wenn du mir das vorsetzen würdest, würde ich nie im Leben sagen, das ist eine Rush-Defensive. Weil ich es halt von ganz, von Anfang an miterlebt habe. Die, ich, ich war ja bei den allerersten Turnieren dabei und äh, die allerersten Rush-Kriege und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt für mich absolut. Nicht nachvollziehbar, dass sowas mittlerweile Rush ist, ja. Ähm, gut. Aber hier, guck mal, schon wieder Gypsy. Und wieder diese, diese Dreier-Kombo, ne? Und dann haben wir hier noch Niki. Die ist auch noch langsam. Ja, aber guck mal, das ist halt so krass bei den Leuten. Die haben halt, ich möchte gar nicht wissen, wie viele langsame Helden, die für Rush doppelt gelimit haben. Oder einfach, weil der Held, weil sie einen gekriegt haben, direkt. Hochgeballert mit den Helden, die sie beschworen haben und so weiter und so fort, direkt alles, alles gegeben. Das, das, ist, das ist halt krass. Das ist halt krass. So ein Siegfried. Doppelte Limit Break mit 25 Emblemen. Vanya, Rollenbiest. Da, da würde ich gar nicht drüber nachdenken, den 25 Embleme zu geben. Ich würde überlegen, reicht Vanya nicht auf Limit Break 1? <laughs> also, das siehst du mal, einfach so die, die Unterschiede. Das ist halt krass. Oh, schön, Lola. Sehr schön. Mit Hator. Okay. Kata, Hator und Garten haben wohl geregelt. Gegner zu Tode geheilt. Ah, da hätte ich gegenspielen müssen. Da wäre ich auch wieder fertig gewesen, glaube ich, danach. Ja, aber schön. Schön, und zwar, und zwar tot geheilt und sowas. Verstärktes Leben, hier Überleben, hier dicke Heilung. Aber gut, okay. okay. Wenn es funktioniert. Glückwünsche zu Drinks, Call. Ja, immer noch I'd hit that. Ja, Kagan, ja, hier dann Ludwig und Char, ne, das geht auch. Ach. Das hat Vini hingestellt. Okay. Ja, sie hier, ne? Die würde ich ja eigentlich gerne auch mal zum Test einfach mal leveln, aber das ist halt eingeschränkt, ja? Wenn ich jetzt mein nächstes Fokusportal habe und äh, da nichts kriege, was ich leveln will, dann kann man kann man sie ja mal ein bisschen hochleveln. Wer weiß das schon? mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung. Ich ich habe ja so viele, ich müsste eigentlich noch andere Helden leveln, aber es zeigt halt, dass die Helden wie Cinderella einen doppelten Limit Break geben können dass das halt äh, dass da Geld keine Rolle spielt so ne oder eine Grillcar seien wir mal ehrlich da würde ich sogar überlegen ob ich die überhaupt level und die ballern die halt hoch mit allem drum und dran ich will nur die ne 25er Embleme ist das Wahnsinn Brolle. Ah. auch nicht so ein Fan von von dem Team ne aber klar. Ludwig einmal an. Wächter Elefant. Gib ihm. Mena trifft immer die Richtigen. Relius bringt immer alle wieder. <laughs> Gut. Kann funktionieren. Auf jeden. Dax of Doom. Der Depp. Sehr stark. Mit Zunge. Zunge doppelter Limit Break. Ach. So ein Verrückter ist das. <laughs> ja. Krasser Scheiß. Ey. Meine Frage. Meine Frage an, an, an Depp und an Dax of Doom. Egal wer es sieht. Einmal bitte von mir aus auch per Line oder hier Kommentar, wie auch immer. Wird Zunge auch anderweitig gespielt oder ist der nur, nur für Rush? Nur um bei Rush zu triggern? Das würde mich mal interessieren. Ob man den auch so spielt. Weil ihr seid ja jetzt äh, relativ stark hier. Ähm, das ist ja auch 168.000. Da kommt es ja auch schon so hin, dass man vielleicht an dem Punkt ist, wo man langsam nicht mehr unbedingt spielen kann. Deswegen würde mich das mal interessieren. Arthur und Udile. Ja, dann nimmt man die normale Hathor, weil die macht keine Heilung über Zeit. Weil Udile ja die Heilung über Zeit dann äh, überschreiben würde. Ne? Deswegen die normale Hathor mit dem Kostümbonus. Aber ja, Doppelpfefferflamme, ja, und Zitrusholz. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Oh, schön, Konsti. Hathor, Pfefferflamme, Zitrusholz. Da bin ich halt raus. <laughs> bin ich helle halt echt raus ja, aber sieht halt auch, also der Einzige, der wirklich darauf hindeutet, dass es gegebenenfalls Rush sein könnte, ist Ludwig, ne? Könnte aber auch so normale Defensive sein. Ingi? Wir sehen halt viele Leute, die wir kennen, ne? Auch, ja, auch. Oh, Tweedles, ja. Dass man, also den Zwillingen, dass man da einen doppelten Limit Break gibt, nur für Rush. Das ist halt brutal. Na, ja, brutal. Also es ist auch, selbst aus meiner Perspektive, der der Geld ausgibt, ist es halt schon krass, was Leute wirklich da. Gut, aber mh, vielleicht nimmt man den auch noch für Events, also für, für Türme oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber das also ist für mich, der ständig Alphas hinterherjagt, sieht es halt wie eine krasse Verschwendung aus. Genauso wie bei ihm hier. Ich weiß nicht, ist der nicht mit Limit Break 1 schon krass genug? Oder er hier? Ein Wahnsinn. Also echt, echt krass. Belladonna, das ist auch, auch, auch clever, weil äh, sind für vier Züge immun gegen Boni-Entfernung. Das heißt, wenn sie auslöst, dann kriegst du Dodge nicht weg, dann kriegst du den Sport nicht weg, dann kriegst du äh, das von Dunkelfeder nicht weg und das von Hathor auch nicht. Äh, die, die ist gar nicht mal so doof dabei. <laughs> ja, war auch nicht schlecht. Ja, ist auch, auch stark. Er ist nochmal departet. Ja, die linke Seite sieht wieder nicht rushmäßig aus. Hier rechts ist dann wieder so ein bisschen, ne? Aber gut, Hator primär wahrscheinlich auch, weil Blau halt gesperrt ist, ne? Syndikat, die, die sind auch extrem krasse Rush-Typen, ne? Ja, Hator. Hator, auch nicht schlecht. Oh boy. Das sind aber auch. Davon habe ich null. Null, null, null. Skoria. Ja, der ist auch. Oh, Welten. Amose im Kostüm. Ja, leck mir am Die verrücktesten Dinger, ja. Aber vielleicht ist ja auch irgendwann, ähm, beschwöre ich mal einen Monat Season 5. Und baller da mal richtig rein, wenn da mehr Kostüme sind. Wer weiß. <laughs> Was haben wir hier? Ah, die uh, Startover, ne? Mit dem Geary. Ah, langsam, ja. Gut, macht Sinn, ja. Mit Siegfried und Christine, dreifacher, dreifacher Bonus. Ja, nochmal alles 15% drauf, ja. Könnt ihr. <laughs> mein Gott. Österreich, Bayern, Nase. Oh, wow. Okay, Zunge und Doppelkagan. Und alles voller 30er-Tropen. Ja, leck mir Marsch. Was ist das denn für eine krasse, eine krasse Truppe hier, ey. 189. Oh, what? Ey, es tut mir leid, Leute, aber von euch habe ich noch gar nichts gehört. Warum? Warum habe ich von euch noch nichts gehört? Da scheinen krasse Leute zu sein. Oder kenne ich einen davon und weiß es nur nicht? Kennt einer von denen mich? <laughs> ja, nicht schlecht, ey. Krasser, krasser Scheiß. Der ist im Moment häufig beim PvP oben. Ja, jetzt ist er im Moment 18. Das, das sind alles, alles Leute, die über meiner Geilsklasse sind. Oh, hier Emma. Emma macht auch YouTube. Hello, I'm, I'm watching your YouTube. <laughs> um, ja, sie ist auch dabei. Die macht auch. Ich glaube, das reicht. Emma Empires and Puzzles, also, da müsste man die auch haben. Guck ich auch. Kriegsangriffe sind mit Musik unterlegt und so, ähm, lässt sich ganz ganz geschmeidig gucken. Ja, die auch an, ne? Die auch an Ballad. Antas auch wieder. Ja, gut. Ah, der erste Carlo, den wir hier sehen, ja, krass. mit Funkellicht. Da funktionieren die Toons anscheinend. Warum funktionieren die meine nicht? Mit Vivica und Doppel Leo, Kargan, Garten. Ja, ich habe halt ein Leo nur und kein Kargan, aber... Das machen wir mal hier irgendwie komisch vor. Garten und Kater, die werden das schon alles regeln, ja, und dann noch mit äh, Kostümbonus. Dementsprechend auch noch Alpha-Spotter, der Minions macht und sowas. Ja, mehr mir Arsch, ey. Ich glaube, Gypsy, die haben sich äh, drauf verschrien auf Vanya im Rush. Scheint so. Gut, dass wir nicht so oft gegen die spielen. Alibaba. Mit Elena, yo. Die schlechte. Vivica, Boni-Entfernung und die, die, die rechte Seite, die rums halt richtig, ne? Mit Elena, Kagan und Uwe. Und <laughs> oh, dann noch uh, Ginny von Start Over, ja. Doppelter äh, Opernbonus, ne? Ja. Also, ich sag mal so, das, was ich hier so sehe, ja, ähm, entweder entweder wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder sind es wirklich brutale, langsame Hellen, Evanya, Siegfried, Kagan, ähm, Zunge, ja, alles das, was äh, Rollenbiest, Uwe, so das, was was Neues und was richtig reinballert. Oder wir sehen Defensiven, die null nach Rush aussehen und halt wirklich so Pfefferflamme haben, die auch an. Ähm, was was hatten wir noch hier oben? Äh, ja, die auch an, Pfefferflamme. Ähm, eine Zitrusholz, ne, Citrus, Holz, ne na, natürlich, der, der Lemon ist da. Ähm, gut, hier Funkellicht haben wir auch immer mal wieder gesehen. Der ist aber primär wahrscheinlich, weil Blau halt gesperrt ist. So, eine Hartor haben wir oft gesehen. Also es sind teilweise dann, das könnte auch so ein normaler Krieg sein, ne? Normale Kriegsdefensive. So, das heißt für uns im Umkehrschluss, dass die aktuellen neuen Helden, die rauskommen und schnell sind, genauso krass sind teilweise oder genauso gut zu benutzen sind wie. Helden, die halt ähm, langsam sind. Und da ist halt in einem Rush. Da sieht man, wie sich das Spiel gewandelt hat und ähm, dass es jetzt nicht mehr heißt, oh da kommt ein langsamer Held, den brauche ich jetzt für Rush oder sowas. Ja, die langsamen Helden sind primär immer noch gut für Rush. Ne? Siehe Elefant, siehe Uwe, siehe Vanya und so weiter. Äh, kannst du definitiv da immer bringen. Ne? Das sage ich ja auch immer. L langsamer Held, primär Rush. Aber. Wenn man diese langsamen Helden nicht kriegt, ist es nicht schlimm, wenn man krasse neue Helden hat, wie Pfefferflamme, wie poppit wenn jetzt nicht blau gesperrt wäre, ne? Wie die auch an, wie Hator ähm, in Kombination dann mit dem und mit dem und ähm, hast du nicht gesehen? Also solange man die krassen Helden hat, kann man sie auch in, in im Rush-Modus spielen. Also du kannst wir haben Defensiven gesehen, die sahen 1A aus, wie die Defensiven, gegen die wir im Krieg spielen. Das heißt also, wenn du die dementsprechenden Helden hast, die sind wir ja durchgegangen, ne? kann man ja nochmal nachgucken, ähm, dann kannst du die auch einfach bei Rush stellen. Die kannst du dann aber auch in jedem anderen Modus stellen. Ja, gut, blutiger Kampf, jetzt vielleicht keine, die ja auch ran, aber weißt, was ich meine. Ne? Das sind dann so Allzweckhelden, die du eigentlich in jedem Modus einfach bringen kannst. Stell einfach hin, werden schon nervig sein. Und ähm, das ist halt eine Entwicklung, die gefällt mir nicht so. Bin ich ehrlich. Also, wenn, dann will ich schon im Rush. Also im Rush will ich, wenn, dann hier sowas sehen. Das, das ist für mich, das ist für mich Rush. Da denke ich mir, scheiße, willst du nicht gegen spielen, aber das ist halt Rush. Sowas, ähm, ja, ja, so, ja, er eigentlich auch. Grimir, das hier, das ist ja, eigentlich auch kein, keine Rush-Defensive, ne? Das sieht halt überhaupt nicht danach aus. Dass das irgendwas mit Rush zu tun hat. Hier, das, können, das ist eine 1A Defensive, die du in einem normalen Krieg sehen könntest. Das gefällt mir persönlich nicht. Wenn Rush ist, will ich auch eigentlich eher Rush-Helden sehen und nicht gegen den gleichen Murks kämpfen, gegen den ich sonst auch immer kämpfe. Ja, aber gut. So hat sich das Spiel entwickelt, kannst du nichts machen, so ist es. Die wären ja auch doof, wenn sie es nicht aufstellen würden. Ne? Das muss man ja auch immer so sehen. Man ärgert sich, aber wenn man die Helden selber hätte, würde man sie auch aufstellen. Ja, ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Wir werden das sehen. Gut, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, ciao.